glückliche Kindheit und Jugend in einem bildungsbürgerlichen Elternhaus in Posen wird am 1. September 1939 jäh unterbrochen. Mit 16 Jahren erlebt Jan Kamienski den Überfall der Wehrmacht auf sein Heimatland. Das Buch zählt die nächsten 10 Jahre. Die Schrecken der Okkupation und des Krieges. Dann ab 1941, und das ist das Besondere und Einzigartige des Buches, das stets gefährdete Leben des Autors als Verbindungsmann des polnischen Widerstandes in Dresden, verborgen vor den Augen des Feindes. Schließlich auch die ersten 10 Jahre unter sowjetischer Herrschaft. Aufmerksam registriert Kamienski die Stimmungen in der Bevölkerung und übersteht viele gefährliche Situationen. Selten wurden auch die Geschehnisse um die Bombardierung Dresdens im Februar 1945, in die der Autor direkt hineingerät, so eindrücklich geschildert. Für mich war die Entdeckung des Buches, dieses Berichts, 2008 in Kanada, kurz vor dem Tod des Autors, auf Englisch veröffentlicht, eine Sensation. Bemerkenswert ist der Mut, mit dem der Autor viele lebensgefährliche Situationen meistert. Da mag jugendliche Unbekümmertheit mitgespielt haben. Überrascht hat mich jedoch seine unvoreingenommene Sicht auf die Menschen in Dresden, eines Volkes, welches sein Land so brutal unterdrückt hat. Geholfen hat ihm dabei sicher, dass er Menschen gefunden hat, die menschlich und geistig mit ihm verbunden waren. Regimegegner, mit denen er sich angefreundet hat. Mit Franziska Ulich verband ihn eine besonders enge Freundschaft. Ihrem Sohn und dessen Frau verdanken wir die Entdeckung des Berichts. Der Bericht ist eine, ja, kann sagen, verdichtete, sehr spannend geschriebene, persönliche, aber auch bemerkenswert objektive Sicht auf die Deutschen während des Krieges und der frühen Nachkriegszeit in Dresden. Also man kann sagen, ein lebendiges Geschichtsbuch mit vielen weniger bekannten Einzelheiten. Der Blick eines Polen aus dem Innern des Dritten Reichs auf die deutsche Gesellschaft kann die Perspektive der Geschichtsbetrachtung für uns Deutsche erweitern. Ich meine, das ist für eine gemeinsame Erinnerungskultur ein guter Baustein. Auch deshalb wünsche ich dem Buch eine weite Verbreitung. Die geteilte Erinnerung an die leidvolle deutsch-polnische Geschichte des letzten Jahrhunderts braucht Ankerpunkte der menschlichen Verbundenheit für eine gemeinsame Zukunft. Hierzu leistet das Buch einen Beitrag. Kamienski erlebt Dresden in der NS-Zeit nicht als unschuldige Stadt und die Regimegegner, die er zum Glück kennenlernte, waren eine Ausnahme. Auch versteht man aus seinen Erinnerungen, dass der Sieg der Roten Armee für Polen nicht die ersehnte Freiheit bedeutete. Das Buch endet mit der Emigration des Autors nach Kanada 1949. Kamienski kehrte nie wieder nach Dresden zurück. Viel später konnte er aber den Kontakt mit Franziska telefonisch wieder aufnehmen. Wohl eine Inspiration für ihn, seine Erinnerungen, die sein Leben geprägt haben, aufzuschreiben.